Also Tanks konnten wir noch keine bauen. Das ist auf der Liste drauf, dass wir bald Tanks erforschen. Die Rüstung müsste echt nicht lange dauern. Das waren ja nur ein paar rote Packs. Aber auch wenn wir keine Tanks haben, können wir ja schon so tun, als wenn wir welche hätten. Hier sollten jeweils 4 Stück hin. Das heißt, hier unten müssten dann die Ausgänge sein. So, ich brauche mehr Rohre. Die können wir aber oben auch abholen. Wie will ich das gestalten? Also soll alles in alle Tanks gepumpt werden und aus allen Tanks läuft es über ein Rohr hoch? Oder mache ich jeweils von einem so einen Tank Doppelpaar, nee, von einem Tank Pärchen? In einem so einen Block sind ja 2 Pärchen drin. 1, 2, 1, 2. Jeweils ein so ein Pärchen zu einer Refinery. Macht das einen Unterschied? Ich glaube nicht. Also selbst die normalen Rohre können schon ziemlich viel Flüssigkeit transportieren. Ich bräuchte aber erstmal die 4 Refineries. Das ist ein viel größeres Problem. Und dass die Lava hier im Weg ist, ist ein bisschen doof. Die Steine müssten eigentlich auch weg. Ja, aber ja, das machen wir dann später. Jetzt hole ich erstmal Rohre ab. Dass ich die nicht selber herstellen muss. Dann deponiere ich ein paar Steine, weil ganz so viele brauche ich dann doch nicht, denke ich mal. Ja. Mauern brauche ich schon. Hier werden auch Steine gelagert. Sehr gut. Stahl. Ich brauche ganz, 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 ganz viel Stahl. Und die Rüstung ist fertig. Sehr schön. Also, Tanks. Hey, Das ist ganz schön teuer für so einen Haufen Metall in runder Form. Ja, gut, her damit. Inzwischen müssten ja die grünen Science Packs wirklich, wirklich, wirklich funktionieren, richtig? Genau, da kommt schon ein Doppelpärchen. Die sind alle fleißig am Rotieren und am Rödeln, sehr schön. Wie schaut's aus mit Fließbändern und Ärmchen? Oh, kann ich mir auch ein paar mitnehmen. Primär Fließbänder. Ich will auch große Kisten haben. Weil große Kisten machen das Puffern super produktiv. Also ich könnte einfach hier eine große Kiste hinpacken, dann ein Reinärmchen, ein Rausärmchen und gut ist. Und schon hätte ich hier jederzeit griffbereit die ganzen Fließbänder. Und das könnten wir überall zwischen machen. Das ist übrigens noch ein Vorteil von meiner absichtlich so groß gewählten Bauweise. Hust, hust. Man kann überall noch was dazwischen bauen. Halt wie die Pufferkisten. Dass wir hier auch eine Pufferkiste hätten für die grünen Chips und was noch? Das war's eigentlich schon. Ärmchen vielleicht noch. Genau, hier eine Pufferkiste für Ärmchen, da eine Pufferkiste für grüne Chips, da eine Pufferkiste für Fließbänder. Ah. Und die, was brauchen die großen Kisten? 50-50. Ah, ist okay, ist okay. Baller die mal hier rein. Warum habe ich 10 Burner Mining Drills dabei? Das ist sehr komisch. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne sehe. Grüne Tränke, die sich staunen. Ah, das ist sehr schön. Ich glaube, ich expandiere das Ganze dann mal. Und ich weiß, ich habe vor einigen Folgen mich selbst in der Zukunft gewarnt, dass ich nicht zu viele bauen sollte, weil denn zu viele Ressourcen hier drauf gehen für die Forschung. Aber der hat doch keine Ahnung. So. 2 Boppel mehr. Das Schlimmste, was passiert ist, es kriegen nicht alle Boppels ihre Science Packs und dann wird so viel geforscht, wie jetzt eh schon geforscht wird. Also, ja. Du boppel dich mal dahin. Dann kriegst du ein rotes Ärmchen war rechts. Ja, rotes Ärmchen war rechts. Gelbes Ärmchen war da. Da war es genau andersrum. Da kam so ein gelbes und baut auf Nummer 5. Und da das Ganze auch noch hin. Habt ihr alle hier Strom? Ja, habt ihr. Das ist übrigens auch auf der To-Do-Liste. Du bist falsch rum. Die besseren Strommasten. Legt bitte da. Den da hin. Mal gucken. Nom, 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 nom. Heinz, so wird okay zu sein. Müssen wir bei ihm im Auge behalten. Ja, die Speed-Module sind fertig, ne? Dann setze ich die doch gleich mal ein. Zack und zack. Dürfte das Ganze jetzt nochmal beschleunigen um 40%.
Und dann haben wir hoffentlich irgendwann den Idealzustand, dass die Dinger durchgehend forschen und sich die grünen Tränke bis nach oben stauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben ein Problem mit Steinen, kann das sein? Wo kriegst du deine Steine her? Och, nicht ernsthaft. Also das ist Problem Nummer 4. Ihr habt bestimmt schreiend vor dem Monitor gehockt, das tut mir echt leid. Und ich mache das nicht absichtlich. Das wurde mir ja auch schon unterstellt. Ist ja schon fast charmant, dass die Leute denken, dass ich sowas absichtlich mache. Aber nein. Ah doch, hier. Da sind doch Steine. Warum? Tut sie alle in die Kiste? Ja, jetzt. Okay. Gut, also habe ich doch keinen vierten Fehler gemacht. Mann. So, Licht hätte ich ganz gerne. Achso, es ist nur gerade diese doofe Dämmerungsphase. Das verstehe ich eh nicht so ganz. Dass sie die Lampen nicht anschmeißen können, bevor es Nacht wird. Sondern dass es immer diesen Dämmerzustand gibt, wo alle Lampen aus sind. Und dann, wenn es endgültig Nacht ist, springen sie plötzlich an. Das ist komisch. So, Forschung ist gleich fertig. Dann kann ich schon mal Stahl holen, weil die Tanks brauchen auch Stahl. Und es kommt kein Eisen an. Ja, das war nur eine Frage der Zeit. Das liegt jetzt auch nicht daran, dass die Schmelzöfen zu langsam sind. Sondern es liegt einfach nur daran, dass wir zu viel Eisen verbrauchen. So, das haben wir. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen eigentlich Advanced Processing. Dafür brauchen wir aber Science Packs. Richtig. Speed-Module MK2 bräuchten wir auch, die hellblauen. Ich glaube, ich nehme mal die großen Kisten. Ja, okay. Hellblaue Science Packs brauchen Batterien und rote Chips. Rote Chips bräuchten Plastik. Plastik sollten wir also auch bald erforschen. So, Eisen. Also ihr seht, die sind alle am Arbeiten. Und trotzdem kommt es oben nicht an. Das werden wir auf zweierlei Art lösen. Erstmal werden wir elektrische Öfen benutzen, die alle dann entweder Produktivitätsmodule drin haben oder Geschwindigkeit. Wobei ich eigentlich versuchen sollte, eher auf Produktivität zu gehen. Auch wenn wir dann noch mehr... Oh Gott. Ja, auch noch mehr Smog produzieren. Das ist eine richtig große Basis hier. Die ist durchgehend am Schnüffeln. Das ist nicht gut. Wir hatten doch Rubber Seeds. Genau, wo ist meine komische Kiste? Da ist meine komische Kiste. Komische Kiste, gib mir mein Rubberzeug. Wir müssen jetzt Wälder bauen, noch und nöcher. Wir müssen es hinbekommen, dass da hinten kein Smog mehr ankommt. Weil die sind durchgehend am Einsaugen. Die könnten jetzt schon bei der großen Beißerstufe sein. Und das wäre nicht schön. So, da ist der Anfang von unserem Wald. Und sobald die auf der Stufe sind, wo man drei Samen rausbekommt, das ist eine Stufe vor der letzten Stufe, abholzen, sofort verkraften, neu aufbauen. Das hat jetzt echt Priorität. Was kann ich währenddessen machen? Die Sandmauer. Ja, die ist doof. Die schwere Rüstung könnte ich bauen. Ich könnte ein bisschen Muni bauen. Ölfässer. Ne, die Tanks könnte ich schon mal bauen. Wo sind die? Tanks? Da. 1, 2, 3, 4 erstmal. Ist okay. Was fehlt? Stahl, ja. Und ich hatte das echt schnell in Erinnerung. Aber gut. Also nicht vergessen. Die grünen Tränke stauen sich leider immer noch nicht. Trotz Speed-Modulen. Stahl kommt mit. Hey, es ist mal eine Eisenplatte vorbeigekommen. Also noch geht es einigermaßen, aber es wird sich nicht sehr lange halten. Und die Mauern hätte ich auch ganz gerne. So, jetzt wollte ich die Tanks aufstellen. Bäume noch alle klein? Bäume alle klein. Ah, große Kisten sind fertig. Sehr schön. Ich hätte jetzt gerne Plastik, damit ich rote Chips herstellen kann, damit ich alle anderen Medium-Tier-Sachen herstellen kann. Klick, klick. So. Und was mir jetzt schon ein paar Mal gesagt wurde, was ich echt nicht gesehen habe, die Dinger haben doch seitliche Ausgänge. Die habe ich nie gesehen. Guck mal da. Da ist so ein Stöpsel nach da und da ist ein Stöpsel nach da. Das heißt, wenn ich die jetzt alle so auf...
So aufbaut zum Beispiel, sind die vier hier alle verbunden. Das wäre dann ein Block. So. Ja, das wäre erstmal ein Block. Das heißt, das Öl kommt von unten hier rein, füllt die vier. Die vier befüllen dann zwei Raffinerien. Und der Rest geht hier unten lang, befüllt die vier, die hier hinkommen, und die befüllen dann die anderen zwei Raffinerien. Ich weiß nicht wirklich, ob ich das teilen muss, aber ich kann einfach in jeder Zeit hier ein Rohr zwischenmachen, dann ist es wieder vereint. Das ist nicht so wirklich schlimm. Genau, wir brauchen Raffinerien und die brauchen Steine. Okay. Das heißt, wir müssen den Mauern jetzt die Steine klauen. Das wäre da. Gib mir die Steine. Gib mir die Steine. Wie viele haben wir? 7, 8. So, 10 Stück. Davon brauchen wir ein paar mehr. Ich glaube, ich mache dich aber mal aus, dass du nichts produzierst. Dann wird es auch nicht befüllt und die Steine müssen sich hier sammeln. Okay, das ist okay. Ich wollte nicht vergessen, die Bäume zu checken. Laufe ich also sofort wieder hin. Aber ich sehe da immer noch nichts. Na doch, ist eine Stufe gewachsen. Wenn ich die jetzt abbaue, bekomme ich 2 Samen direkt. Das heißt, ich warte noch eine Stufe, dann kriege ich 3. Und dann muss ich es nicht mal umcraften. Weil der Resin kommt erst in der nächsthöheren Stufe dann. Was wollte ich noch? Licht habe ich, Ärmchen habe ich. Schnelle Ärmchen kannst du mal bauen. Grüne Chips sollte ich mir irgendwo schnappen. Oh, und große Kisten. Haha, große Eisenkisten. Da bauen wir 4, 5 Stück davon. So, und da hätte ich hier gerne eine. Große Eisenkiste. Wir brauchen sehr große Eisenkisten, sonst gibt es keine Mitte. Aber fürs Erste muss das so reichen. Wir können auch ganz normale nehmen, ne? Ja, tu mal... natürlich haben wir keinen Strom. Tu mal rein und tu mal raus. So. Und wir sollten dich beschränken. Beschränk dich mal auf 4 Stacks auf Vorrat. Also 800 Stück. Könnte eine Weile dauern. So, das war Projekt Nummer 1. Nummer 2 ist hier. Wird ebenfalls keinen Strom haben. Also mache ich jetzt schon mal einen Pfosten daneben. So. Rein, raus. Ebenfalls beschränken auf, sagen wir mal, 3 Stacks. Das wären 150 Ärmchen. Das ist okay. Dann hier noch ein. Hier haben wir sogar eine Mitte. Das ist sehr schön. Warum haben wir hier eine Mitte da drüben nicht? Weil wir da drüben auch eine Mitte haben. Und es ist auch in der Mitte. Nur das hier hat 2 Fließbänder außenrum und das da nur ein. Okay, dann ist ja völlig legitim. Du, da. Rein, raus, Pfosten. Fertig. Ah ne, beschränken. Nimm. So. Das hätten wir auch. Die wollte ich gleich leer machen. Ärmchen haben wir, Fließbänder haben wir, Chips haben wir. Steinzahnräder brauche ich nicht wirklich. Grüne Tränke kommen runter. Stauen sich immer noch nicht. Und die ersten Bäume sind fertig. Flop, 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 flop. Her damit. Ihr seid meine Zukunft, meine Retter. Komm schon. Flop, flop. Flop, 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 flop. Flop, 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 flop. Es gibt immer Leute, die querschlagen. Okay, ich baue einfach die anderen Dinger hier auch hin. So. So. Flop. Flop. Also. Geht doch. So, ist ein bisschen übersichtlicher. Gut, die Mauer da unten steht. Mauer da steht. Wir wollten im Osten noch die Mauer schön bauen. Und Plastik ist fertig. Sehr große Kisten brauchen schon 150 hellblau. Das ist nicht schön. Nee. Gelbe Fabriken, nee. Modulare Rüstung, nee. Ja, es ist nicht mehr so wirklich viel, was wir
Einfach so. Au, oh, bessere Strommasten. Sehr gut.